Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone ist in Großbritannien wegen Betrugs angeklagt worden. Er soll der britischen Steuerbehörde Auslandsvermögen von mehr als 400 Millionen britischen Pfund nicht gemeldet haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Es gehe um Falschangaben und Betrug, hieß es weiter. Ecclestone erklärte auf Anfrage, er sei nicht überrascht von der Anklage. Zu den konkreten Vorwürfen wollte er sich jedoch nicht äußern, weil er die Anzeige noch nicht gesehen habe. Bereits 2015 wurde Ecclestone von der britischen Steuerbehörde zu Zahlung von mehr als 1 Milliarde Pfund im Zusammenhang mit einem Familientrust aufgefordert. Damals ging er gerichtlich gegen die Vorwürfe vor. Die erste Anhörung in dem neuen Fall soll am 22. August vor einem Londoner Gericht stattfinden.